Liebe Freunde des gepflegten Fernsehens, ihr werdet es nicht glauben. Seit Monaten freue ich mich auf diesen Freitagnachmittag. Ich habe jemanden zu Gast und ich werde euch eine Welt eröffnen, von der ich selber nicht erwartet habe, dass es die überhaupt gibt, obwohl ich mich eigentlich mit Bildern und Fernsehen ganz gut auskenne. Aber ich hätte es nicht erwartet und es ist schwierig, einen Experten an den Start zu kriegen und ich habe ihn da. Da ist Yvonne Moulin oder Moulin oder Moulin. Aber wenn man Yvonne eingibt bei YouTube, dann findet man sie sowieso schon automatisch. Ja. Und wir unterhalten uns jetzt mal über das Thema YouTube. Ich würde am Anfang vielleicht kurz erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Und dann steigen wir voll in Möhre ein. Ist auch super interessant, weil gerade Milan, mein Geschäftspartner, auch gefragt hat auf der Fahrt, wie du dazu gekommen bist und wie das überhaupt angefangen hat. Ja, es ist ein Dokument des Versagens leider. Weil ich habe, also ich komme ja eigentlich vom Fernsehen und habe viel Fernsehen gemacht und interessiere mich total für Geschichten erzählen und für, ich sag mal, also die neuen Medien und alles das interessiere ich mich dafür. Ich habe YouTube genutzt und ich habe YouTube zum Beispiel zu verdanken, dass ich das Schießen gelernt habe, weil ich habe über YouTube-Filme, diesen ganzen Kurs für die Waffensachkunden und so habe ich alles über YouTube gemacht. Ich habe mich verbessert im Schießen durch die ganzen Tricks, die es bei YouTube gibt. Also Special Interest habe ich verstanden, dass es das gibt. Was ich nicht gedacht habe, ist, dass YouTube, also man hat es zwar gesehen und es gibt lustige Filmchen, aber dass YouTube tatsächlich eigentlich Fernsehen ist, in einer selbstgewählten Art und Weise ohne Programmdirektor. Das ist meine Chance, weil ich war mal Programmdirektor und deswegen habe ich gedacht, ich würde mir das gerne mal näher angucken. So, das war vor einem Jahr ungefähr. Wir haben hier unsere Sachen, die wir hier produzieren, die Sachen, die ich auch selber, so kleine Filmchen, die ich mache, habe ich mal bei Facebook hochgeladen. Ja, dann haben das, keine Ahnung, 600 Leute geguckt und so. Hat nichts mit Geld zu tun, hat nichts mit Geschäft zu tun, war einfach nur ein Spaß. So. Da habe ich mir YouTube näher angeguckt und habe gedacht, okay, was davon kannst du eigentlich? Womit kennst du dich aus? Und dann habe ich entdeckt, es gibt irgendwie eine Community, die mir sehr nahe liegt, weil ich die von früher kenne, vom Fernsehen nämlich her, und die aber untereinander sich gegenseitig befruchtet, alleine lebt auf einer Art Insel. Und diese Insel ist aber extrem aktiv, nämlich dieser ganze Bereich Reality. So, ich habe ja mal damit zu tun gehabt und kenne mich da sozusagen ein bisschen mit aus. Und dann habe ich reingeguckt und dann habe ich Menschen gesehen, Kommentare gesehen, Aktivitäten untereinander gesehen und habe irgendwie festgestellt, dass es da irgendwie geschätzt zwischen 50 und 500.000 Menschen gibt, die sich ernsthaft und den ganzen Tag damit beschäftigen, also als Konsumenten. Und das ist in unterschiedlichen Qualitäten, geschätzt jetzt mal vielleicht 100 Menschen gibt oder so, die sich irgendwie mit dem Thema so beschäftigen, dass sie Content schaffen. Ja. Da habe ich dich gefunden, habe ich dich kennengelernt, wir haben dann auch irgendwie Kontakt aufgenommen und du bist ja also mal eine der wenigen, wie soll ich sagen, die nicht homosexuell sind und nicht eine bestimmte Art machen, sondern die irgendwie probieren, das Ganze, sage ich jetzt mal, aus der sehr menschlich normalen Art und Weise und so zu machen. Bevor wir zu dem Thema kommen, du hast ja auch deine Geschichte. Wie bist du in YouTube reingeraten eigentlich? Das ist ungefähr ähnlich tatsächlich, weil der Gedanke, den du gerade gesagt hast, dass du kommst aus dem Fernsehen und YouTube, ist es das? Ne? Also was ist das? Und ich habe damals, also ich habe eigentlich Tanz, Gesang und Schauspiel hier in Hamburg studiert, an der Stage School damals, aber davor noch an der Stella, also ich habe zwei Schulen besucht. Und das heißt, ich war eigentlich Balletttänzerin, ne? Beim Deutschen Fernsehballett in Berlin auch und so. Und das war eigentlich so, also Show war immer schon mein Steckenpferd. Aber irgendwann wird man auch älter. Und habe dann bei 2013 bis 14 bei Köln 50667 gespielt und dann kam ich so mehr in den Schauspielbereich, weil auch wenn ich darin ausgebildet bin, war das nie so mein Ding, weil eigentlich immer, ich bin Tänzerin, immer das, ne? Und dann war aber Köln 50, ich hab richtig gemerkt, es hat mir sehr Spaß gemacht, einfach zu spielen, Spaß zu haben beim Spielen, egal ob es gut oder schlecht war, es war aber einfach, es hat mich irgendwie befreit. So, und dann aber war das leider 2014 der Umbruch bei Köln 50, kam dann langsam, fing an, Hauptrollen wurden langsam, da wurde viel gekündigt und so. Und dann hat mein damaliges Management, ich hatte damals eins, habe ich jetzt nicht mehr, gesagt, du musst generell auf YouTube, du musst YouTube machen, da ist das Wahre, das ist die Zukunft. Ja. Und ich so, YouTube. Und ich meine, sogar bin ich jetzt auch nicht und damals schon mal gar nicht, aber ich dachte, das ist nur für junge Leute. Ne? Und dann habe ich mich aber damit befasst und habe gedacht, okay, Wahnsinn. Ne? Ich habe dann irgendwann gemerkt, wie du richtig immer tiefer gehst. Ich habe mich dann auch, okay, ich mache jetzt einen Channel, das ist die Kurzversion, ne? Dann mach dann jetzt einen Channel und probier mal und mach mal. Und ich bin dann ein Netzwerk beigetreten. Das ist so ein, Netzwerke sind praktisch Managements für YouTuber. Und
habe dann dort von ihm gelernt. Also ich hatte einen speziellen Partnermanager und er hat mir alles erklärt. Und der hat mit Fachbegriffen um sich geworfen, CPM, Community, also so Wörter. Ich habe immer gesagt, so ja, ich weiß noch, ich habe immer voll auf cool gemacht und so. Und die rannten da mit dem Laptop rum und tschau und rahmen die YouTube-Sprache, die Online-Sprache. Und ich und danach immer, ich habe mir das aufgeschrieben, habe das nachher mal gegoogelt. Ich dachte mir, was redet der denn da? Was für CPM-Wert, der muss hoch? Und was für Watchtime? Und wie, was ist ein Intro, was ist ein Outro? Ne? Das ist damals, war das für mich so, Gott, was zur Hölle? Und da weiß ich noch, aber der hat mir, das war damals das Mediakraft-Netzwerk, der hat mir sehr, sehr geholfen. Und dann bin ich eingestiegen. Und dann hat das aber erst ein bisschen gedauert. 2 Jahre. Was hast du da gemacht? Als Einstieg jetzt als erstes? Weil du hast einen Kanal irgendwann. Ja. Dann sitzt du vor einer Kamera, vor einem Mikrofon. Ja. Und was sagt man dann? Das war damals eigentlich nur so, das war eigentlich aus dem Leben zu erzählen. Und ich war schwer krank, 2013, 14, Gebärmutterhalskrebs, Vorstufe und sowas, bettlägerig und alles. Also nach Köln, kurz nach Köln kam das, während Köln schon raus, so langsam körperlich. Und habe dann 2015, auf 14, auf 15 mich selbst regeneriert, weil mir Ärzte nicht helfen konnten. Und habe praktisch meinen Weg versucht, den Menschen zu erklären, dass Chemie nicht alles ist, also negative Chemie, es gibt, ist alles Chemie, aber du weißt, was ich meine, eine schlechte Chemikalien und sowas. Und dass ich mit der Schulmedizin zusammen mit der alternativen Medizin es geschafft habe, sehr gesund wieder zu werden und lebensfähig und lebensbejahend. Das hast du auf YouTube erzählt. Genau, und habe dann erzählt, was ich da gemacht habe. Detoxkuren, Nahrungsergänzungsmittel, was für Ärzte, was für Heilpraktiker. Habe ich auch immer noch, quer manchmal. Mhm. Das ist natürlich dann nicht so hoch mehr geschaut wie damals, weil die Zielgruppe hat sich ja geändert. Mhm. Aber so habe ich angefangen. Tatsächlich, ich habe mich gefreut über 250 Views pro Video. Ich dachte, oh Gott, 250 Menschen schauen mein Video. Ne, wenn man jetzt überlegt, 250.000 so, ne, die Video-Views zu damals. Aber ich habe mich total gefreut und dachte, okay. Und dann habe ich angefangen und habe das weitergemacht. Und mein heutiger CEO, der Milan, mit ihm kam ich damals zusammen. Er hat Fußball gespielt und wir sind dann nach Serbien gezogen und habe dann angefangen, über meine Vergangenheit auch zu sprechen. Mhm. Einfach über mein Leben, über Männer, das Thema Männer, Ex-Freunde. Mhm. Alles natürlich datenschutzmäßig, aber habe ich. Und das war so der Durchbruch. Das war die Ex-Freund-Abrechnungsreihe. Wie viele Zuschauer hattest du bei Köln? Bei also guckt man da auf die Quoten? Ja, als jemand, der mitmacht, da guckt man da drauf. Ne? Sehr. Und so, das war damals sehr gehypt. Wie viel? 850? 1,5? Ich weiß nur noch die Prozentzahl. Es war irgendwas zwischen 13 und 16. Okay, das ist viel, ja. Ja, das war wirklich viel. Es war wirklich gehypt. Wir waren in der Bravo permanent. Ne? Und das war geisteskrank. Also es war, was ist der Unterschied zwischen 1,5 Millionen, die so eine Sendung gucken, und 250, die deinen Kanal angucken? Gar nichts. Emotional? Ja, die gucken dann nur mich an, weil sie mich toll finden und nicht die Sendung. Ne? Ja. Das ist das, ja. Und danach dann, also durch diese persönliche Geschichte, was übrigens auch, glaube ich, für mich jetzt mal rein medienmäßig ist, das Special Interest, weil ich glaube, du viele Sachen gesagt hast. Ich habe so ein bisschen recherchiert, also ich bin nicht ein großer Rechercheur, weil ich glaube, die Fragen, die man stellt, müssen immer die Fragen sein, die man vom Herzen her stellt und nicht von der Intelligenz her. Und gerade für die Leute, die zugucken, die dich jetzt nicht kennen, für die ist es, glaube ich, cooler, wenn man einfach so ist, wie man ist und so Fragen stellt, ganz normal. Deswegen, manchmal sind die Fragen doof, aber ein bisschen recherchiert habe ich schon. Ja. Du bist ja mit dieser persönlichen Geschichte, das gibt ja anscheinend vielen Menschen, denen du da aus der Seele gesprochen hast. Und zwar mit als einer der ersten wahrscheinlich, die so rausgegangen ist damit auch und so. Hat das dazu geführt, dass du auch gemerkt hast, dass das echt auch ein Geschäft ist? Also man, das ist ja, irgendwann wird das ja zum Geschäft, vom Hobby zum Geschäft sozusagen. Das war wirklich schleichend, dass da so ein jetziges Business hintersteckt, wo wir insgesamt 5 Leute sind, die hinter dem Kanal, also meinem Namen und dem Kanal stehen. Das hätte ich damals nicht. Das war wirklich schleichend. Auch wenn ich den Durchbruch hatte mit der Ex-Freund-Abrechnungsreihe, wo man wirklich viele tausende Views, 50, 60 bis 100.000 Views pro Video hatte, war das trotzdem immer noch wenig. Also 600, 700 Euro im Monat, manchmal 800. Ja. Und ich habe mich gefreut. Und das ist ja wenig, wenn man das zu dem, was man heute verdient, ne, berechnet. Das heißt, es ist wirklich schleichend. Deswegen sage ich auch immer jedem, der mich fragt wegen YouTube und denkt, das dauert ein wenig. Total spannend finde ich, dass in der Sekunde, wo man dich kennenlernt, wo man ein bisschen reinguckt und sowas alles, kommt diese persönliche Geschichte. Und irgendwann wird aus dieser persönlichen Geschichte wird ja, ich sage jetzt mal, da musst du ja liefern. Wenn du liefern musst, und man hat ein Thema, über das man spricht, was einen ernsthaft beschäftigt, dann bist du ja irgendwie zwischen der persönlichen Bewältigung von Themen und gleichzeitig von dem liefern müssen und so. Geht man da erleichterter ins Bett? Ist das,
Ist das auch Entlastung? Also ist es ja irgendwie Geschäft, ne? Mhm. Es ist ja was, du weißt ja, dass die Leute das interessiert. Du merkst ja ganz schnell, das interessiert die Leute. Ist es dann auch erleichternd? Ist es für einen selber cool? Also was genau meinst du? Also das Thema zum Beispiel mit der Ex-Beziehung, ja. So, das, über das Thema zu reden, zu sehen, ja. dass andere Leute daran teilnehmen. Ja. Gleichzeitig ist es aber auch Geschäft. Das ist ja irgendwie, also du lieferst ja ab. Ja. Und je mehr du lieferst, desto besser. Ja. Gleichzeitig ist es aber auch wahrscheinlich eine, ist es, das ist meine Frage, ist es ja. entlastend? Ist es so, dass man sagt, okay, das ist irgendwie auch, ist YouTube auch, wenn man es macht, ist schon auch cool. Ja, genau, da war ich eben auch stehen geblieben. Ich weiß nicht, vielleicht, dass das irgendwann dann wirklich zum Businessmodell wird. Ja. Ne? Dass man dann irgendwann merkt, man kommt auch gar nicht mehr mit selber, weil das Schneiden ist sehr aufwendig und ich bin ein sehr Freak, was Schneiden angeht. Ja. Ich hätte gerne mal so diese Effekte, dies, das. Und das dauerte teilweise 12 bis 24 Stunden. Und in Serbien war der Upload auch immer nicht so schön und so gut. Und teilweise hat es ewig gedauert. Und irgendwann dann holst du dir einen Cutter. Weil sagen, dann, wenn der Umsatz steigt von 800 Euro, wo wir eben gesprochen hatten, was sehr wenig ist zum Verhältnis. Und irgendwann wird das mehr. Und dann holst du dir einen Cutter und dann hast du noch mehr Zeit, noch mehr zu produzieren und dann merkst du aber, oh, jetzt hast du aber wieder weniger Zeit, dann holst du dir noch einen Cutter und dann merkst du, oh, du brauchst aber auch jemanden, der dir bei dem administrativen Bereich hilft, die Termine, weil dann kommt ja die Monetarisierung hinzu, beziehungsweise die Geschäftspartner, was Sponsorings angeht, da musst du dann auch für jemanden haben, weil du musst ja kreativ bleiben und vor der Kamera sprechen. Und so auf einmal wuchs das, ohne dass ich wirklich bewusst darauf hingearbeitet habe. Wir waren wirklich 2 Jahre unterwegs, also mit dem Fußball in Serbien und in Ungarn. Und das war immer nur so ein Nebenher-Ding. Fußball war immer an oberster Stelle und ich lebte so ein bisschen nebenher mit YouTube und habe also wirklich gar nicht so diesen langsamen, schrittigen Weg nach oben so wirklich registriert. Erst 2017, 18, als ich nach Deutschland gegangen bin, habe ich gesagt, so, jetzt mache ich mal den Fokus rein. Das war nach der Ex-Front-Abbrechungsreihe, die so erfolgreich war. Und jetzt gucke ich mal, dass ich mehr den Fokus auf mich und auf den Kanal lege. Und seitdem ich den Fokus gelegt habe, 2018, ist das dann echt gestiegen. Wie hast du dich, also von der Freundgeschichte ist das eine, was hast du als nächstes gemacht, inhaltlich? Genau, genau. Und das war dann so der Riesendurchbruch. Da wusste ich halt auch nicht, weil durch die Ex-von-Abrechnungsreihe haben die Zuschauer mich lieben gelernt in Form von, was in meinem Privatleben oft nicht gemocht wird, das sehr Direkte, das sehr Laute, das Dominante. Ja. Und ich habe sehr direkt, aber das bin ich halt, also authentisch erzählt, wie ging es mir mit dieser narzisstischen Beziehung, mit diesem Partner. Ich selber habe Fehler gemacht, bin fremdgegangen. Was habe ich daraus gelernt? Habe erzählt, aber sehr, sehr straight. Und deswegen hatten die mir dann damals, 2020 war dann so das Ding, dass mir die Zuschauer geschrieben haben, Yvonne, im Sommerhaus der Stars, guckst du das? Ich so, nein, ich habe das selber nicht geguckt. Da ist eine ganz schlimme Person damals, also Lisha und Lou, das ist ein Pärchen. Ja. Und die mobben, da eine Person, du musst es ja angucken, dir wird schlecht. Ja. Ich sage, okay, ich hatte da nichts zu tun abends, ich habe reingeguckt, habe das gesehen. Und dadurch, dass ich generell ja schon ein sehr hitziger Mensch bin von Natur aus, also sehr unter Strom stehe, ich glaube, vielleicht merkst du es auch, wenn wir sprechen, ich spreche vielleicht sehr schnell, kann ich sehr schnell an die Decke gehen. Und dann habe ich das gesehen und ich dachte, oh mein Gott, was sind das denn für 2 Grazien? Ne? Also das war ja, ich hatte so eine Wut, ich hatte einen Kragen bis nach Meppen und habe mich direkt dann auch vor die Kamera gesetzt und habe da losposaunt, was zum Teufel sie sich da einbilden und habe wirklich rausgescheppert. Wirklich. War das 2020? 2020. Corona. Ja, genau. Und das schlug ein wie eine Bombe mit über 250.000 Views aufwärts. Haben das da schon auch andere Leute gemacht? Ja, aber nicht so. Also meine Art ist schon sehr speziell. Die anderen reacten, besprechen das und ich sag halt meine Meinung dazu gepaart. Sag mal, hast du noch eine Waffe? So. Ja. Ne? Sag mal, spinnst du eigentlich? Brennt dir der Helm? Was tust du da? Und das hat den Leuten sehr gefallen, weil ich mich das traue. Irgendwie, warum auch nicht, weiß auch nicht. Und dann ging das viral. Und dann habe ich die Zahlen gesehen, was der Verdienst ist. Dann habe ich ja Gefallen dran gefunden, generell, weil das ja meine Natur ist, so zu sein. Also gepaart, gepaart mit Business, ist für mich das Leben, was ich sehr dankbar für bin. Das hätte ich ja nie für möglich gehalten. Jetzt also, muss ich kurz einen Break machen. Und zwar, ich gucke das an aus der, also ich sag mal so, Reality ist entstanden im Prinzip dadurch, dass es in Belgien eine Firma gab, die hat eine Formatidee gehabt. Diese Formatidee war relativ einfach, die hieß Der Maulwurf, The Mole.
Und The Mole war ein Format, wo ich glaube, es waren 6 Kandidaten Abenteuer bestehen müssen zusammen. Mhm. Und es ging darum, dass jedes Mal, wenn sie ein Abenteuer bestehen, gibt es Geld. Mhm. Sie sammeln also zusammen Geld. Mhm. Aber einer ist dabei, der ist von der Produktionsgesellschaft geschickt, der ist der Maulwurf und der boykottiert alles. Mhm. Und die mussten rausfinden, wer der Maulwurf ist. Und gleichzeitig ist aber deren Gewinn natürlich war immer im Risiko. Und dann sind Sachen passiert wie, keine Ahnung, gab es Bungee-Springen. Natürlich traut sich das jemand nicht. Da haben alle vermutet, dass die sich nicht trauen, dass davon einer der Maulwurf ist. Der Maulwurf ist direkt runtergesprungen, ja, um den Verdacht von sich abzulenken. Also ein bisschen Psychospiel, aber sehr real gefilmt, nicht gestellt, nicht gestaged, alles, also war sehr real. Das war so das erste Reality-Format und dann war ich zufällig gerade in der Position, dass ich Programmdirektor war und ein neues Format brauchte. Dann war ich bei John DeMol und dann hat er mir erzählt, ja, wir haben eine Idee, aber traut sich keiner zu machen. Stell dir vor, du nimmst einfach 10 Leute, packst die 100 Tage in so ein Haus mit Kameras und es ist einfach wie, wenn man die Nachbarn beobachtet. Und alle haben ja Bock, die Nachbarn zu beobachten. Mhm. Und dann ging es darum, das zu casten. Und meine Frau ist immer Castingchefin bei Endemol gewesen und wir haben immer überlegt, was mögen Menschen gerne sehen? Mhm. Und das Gleiche, was du auch gemacht hast, was du auch gemerkt hast, ist, die Menschen mögen eigentlich tolle Menschen sehen. Mhm. Und das ist egal, ob sie toll scheiße sind oder toll gut sind oder ob sie besondere Fähigkeiten haben oder irgendwas gar nicht können oder so. Ist völlig egal. Es geht darum, dass es wirklich echte Menschen sind. Immer Spezielles haben. Ne? Genau, und irgendwas Besonderes, dass du dir das merkst. Es ist eigentlich wie eine Besetzung von einem Film. Absolut. Du hast das Weichei und den toughen Typen und du hast die Frau, die raucht und die andere, die nicht raucht. Ja. Und so. Mhm. Und so haben wir es immer probiert zu kombinieren. Und die Kollegen, die auch heute an diesem Format noch arbeiten, haben, ich weiß nicht warum, haben es ja alles gelernt und haben es gesehen, aber haben das nicht verstanden, weil die denken immer noch, dass wenn man jemand irgendwie nackt zeigt oder wenn jemand irgendwie Zoff macht oder so, dass das der Kern des Formats, der Kern von Reality und der Kern von allem dem, was auch heute in diesen Reality-Shows läuft, ist Menschen. Ja. Das geht immer nur um Menschen eigentlich. Und das Traurige ist, dass die werden natürlich oft auch in Situationen gebracht, dass sie ausflippen, dass sie ganz anders sind, als sie wirklich sind. Aber die Menschen, die im Prinzip die meiste Aufmerksamkeit kriegen und die auch gewinnen, sind eigentlich immer die, die tatsächlich so sind, wie sie sind. Mhm. Absolut. So. Das ist auch das Geheimrezept von YouTube, wenn mich einer fragt, sage ich immer, das ist kein Gerede, genau. Es ist Authentizität. Genau. Und es ist das Irre im Vergleich zu Schauspielern. Also Schauspieler sind ja so, dass sie tatsächlich irgendwas spielen und das machen sie möglichst gut. Und der eine ist ein bisschen der taffe Junge und der andere ist eben das die empfindsame Frau oder whatever. Da gibt es Rollen, die sind im anderen Leben aber nicht wirklich so. So hier ist es so, dass je realer das Format wird und je erfolgreicher es ist, desto realer sind auch die Figuren. Das habe ich bei Köln und wie hieß das andere Ding? Es gab noch Berlin, glaube ich, ne? Das habe ich nicht verstanden, weil das irgendwie vergemischt. Ja, es war für mich irgendwie nicht so richtig nachvollziehbar und wie dann diese Geschichten, die haben mich überhaupt nicht interessiert. Also da bin ich auch ausgestiegen aus dem ganzen Geschäft. Aber bei YouTube, ich habe mir das dann angeguckt, dann habe ich das gesehen, was du machst. Ich habe auch gesehen, was Kollegen machen, die in dem gleichen Bereich tätig sind und so. Und dann ist, ich habe das gesehen und ich habe auch dann verstanden, was da für ein Geschäft dahinter ist. Aber vor allen Dingen habe ich mir angeguckt, was das Publikum, also mich interessiert am meisten das Publikum. Weil ich mache alles, was ich mache in meinem Leben, ist immer dafür, eigentlich möchte ich, dass Menschen irgendwie das toll finden, was ich mache und dass man die irgendwie glücklich macht. Ja, ja. Glücklich machen heißt auch, dass man ihnen Beschäftigung gibt. Mhm. Glücklich machen heißt auch, dass sie Tagesinhalte bekommen oder irgendwie sowas alles. Mhm. Aber eigentlich will ich, dass die was kriegen. Mhm. So. Und nicht, dass es einfach nur dahin plätschert irgendwie. Mhm. Und in diesem Geschäft, und das hat mich total erstaunt, auf YouTube ist es eigentlich wie im Fernsehen, nur ohne Programmdirektor. Du findest da Charaktere, die unglaublich real, gerade und toll sind. Und die zum Beispiel, das habe ich dir, glaube ich, auch geschrieben irgendwann mal, du kannst ja besser moderieren als die meisten Moderatoren. Du bist doch kein Moderator, ja, sondern die sind Moderatoren und man weiß das gar nicht, was da für Talent ist. Ich habe da andere Leute entdeckt, also jetzt Kollege Ramon zum Beispiel, ne, der macht Interviews. Das sind wirklich gute Interviews, da kann sich der eine oder andere bei RTL wirklich eine Scheibe von abschneiden. Das weiß keiner. Also jetzt mal, das wissen viele Leute, alle, die eure Fans sind, aber von denen, wenn du jetzt die ganzen Deutschen nimmst, ja, fast alle kennen, glaube ich, YouTube. Aber was da wirklich ist, weiß keine Sau. Und als ich denen dann erzählt habe, also gerade Leuten aus meiner Branche, sag mal, weißt du, was Reaction-Videos ist? Das weiß keiner. Und es ist ja irre, dass da so eine Community ist, dass da auch viele Menschen sind, die auch davon leben, die da auch gutes Geschäft machen, man gibt ja auch Leuten Arbeit und du bezahlst Rechnung und verdienst Geld und investierst und machst und tust. Das ist ein eigener Geschäftskreis, das weiß keiner. Nee. Und was da abgeht, also ich habe inzwischen nämlich so, ich denke ja dann in Formaten und habe gedacht, eine Soap zu machen aus der Szenerie, das glaubt kein Mensch, was da passiert. Das glaubt kein Mensch.
was da an Zeit drauf geht, und dann musst du gleich mal erzählen, was deine skurrilsten Erlebnisse eigentlich sind aus der Zeit, was da für Zeit drauf geht, was da für Energie drauf geht, was die Menschen sich für Gedanken machen, in welchen Dimensionen die nachdenken über das, was sie da tun, was aber keiner mitkriegt, außer diese 50.000, 100.000, 500.000, die da irgendwie in diesem Umfeld sind. Mhm. Wie ist das, wann ist das zum ersten Mal dir klar geworden? Weil du hast dich ja hingesetzt wahrscheinlich und hast gesagt, ich ziehe mein Ding hier durch, was bildet sich die Alte eigentlich ein, was bildet sich der Typ ein, und die Leute applaudieren. Aber irgendwann ist da dann hat ja jemand mal gesagt, was bildet sich die eigentlich ein? Richtig. So, was ist, wie siehst du das dann? Also, wie hast du diese Szene kennengelernt sozusagen? Genau so. Also du hast es perfekt beschrieben. Was bildet die sich eigentlich ein, habe ich gesagt, zum TV. Ja. Und dann kamen Kollegen. Ja. Was bildet die sich eigentlich ein? Ja. Genau so. Und ich habe mir gesagt, ja, ich bilde mir gar nichts ein. Ich mache meinen Job. Ja. Die Leute wollen von mir sehen, dass ich Reality-Teilnehmern, die sich nicht benehmen können, also wirklich schlimm, wir reden nicht von normalen Dingen, sondern wirklich schlimmen Dingen, dass man darüber redet und die Leute, die Zuschauer, nicht damit alleine lässt. Also das Feedback, was ich ja jetzt seit Jahren bekomme, ist, Yvonne, wir brauchen deine Reaction, bitte, du musst dich beeilen, ich kann mich nicht damit alleine lassen, ich dreh durch, ich beiße in die Tischkante. Ja. Ne? Und das ist dieses Geschäftsmodell, dass man drüber redet mit den Zuschauern über das müssen die teilweise psychisch verarbeiten. So ein Mobbing-Vorfall, das können die Zuschauer teilweise allein, die sind so wütend und freuen sich dann, wenn sie einen Reaction-YouTuber haben, der das genauso sieht, damit sie das verarbeiten können. Was sagt denn RTL dazu? Jetzt mal als Beispiel. RTL ist tatsächlich nur ein Beispiel, es gibt ja ganz viele Formate überall, aber jetzt mal als Beispiel, weil ich sage deswegen RTL, weil als der Dschungel anfing, ne, habe ich eine Facebook-Gruppe gegründet. Ich war nämlich, wie es so oft ist in meinem Leben, ich habe irgendwas aus Versehen erfunden, weil ich einfach Lust zu hatte und habe bei mir was draus gemacht. Ich habe eine Gruppe gegründet bei Facebook und wir haben abends zusammen den Dschungel geguckt. Und dann waren da plötzlich 10.000 Leute, die kommentiert haben. Wir hatten 90, 100, 150.000 Kommentare, die einfach Dschungel geguckt haben und kommentiert haben, währenddessen auf Facebook Live sozusagen. So. Und da gab es auch Mobbing, da gab es auch schräge Vorfälle. Das haben wir da auch bei Big Brother gemacht und sowas alles. Aber es war eigentlich nicht so, es war so nach dem Motto, spöttisch mal eben drüber diskutieren. Aber jetzt ist es ja so, dass da wirklich Leute sind, die ernsthaft, wie soll ich sagen, Betreuungsbedarf haben. Ja. Und die darüber reden wollen, dass jemand, wie nehmen wir jetzt mal Mike, ob jetzt nur als ein Beispiel sozusagen, wir brauchen gar nicht, geht auch egal, wie dein Nachname heißt, aber es gibt einen Mike. Der Mike verhält sich schräg. Und dann gibt es ja wirklich Leute, die wirklich getriggert, also ernsthaft persönlich getriggert sind. Ja, absolut. Wie gehst du damit um? Weil es mich ja persönlich auch getriggert hat. Ja. Und dann spreche ich darüber und die Leute fühlen sich abgeholt. Die fühlen sich ja nicht alleine mit dem Gedanken und sagen dann, ja Gott sei Dank, ich sehe das genauso. Oh, gut, dass du das sagst. Also es ist genau das. Und das ist eigentlich alles sozusagen. Und dann gibt es verschiedene Reaction-YouTuber, die verschiedene Stile bedienen. Unter uns, sagen wir mal so 5, 6 große. Ja. Und darunter tümmeln sich dann verschiedene Communities, teilen sich auch so ein bisschen, also sprich, die überkreuzen sich auch mal, aber jeder hat so seine Base, weil jeder eine andere spezielle Art hat. Und das ist das Business. Aber nimm jetzt mal einen, also wenn jemand behandelt seine Frau schlecht oder seine Freundin schlecht oder so. Darüber regen sich ja viele auf. Ja. Gibt es dann auch die andere Seite? Automatisch immer? Ja. Und das ist das Kontroverse und das ist das, was dann, wenn man das so sagt, Engagement nach oben treibt. Also Engagement heißt Aufmerksamkeit. Durch die Aufmerksamkeit werden die sozialen Posts, also in den sozialen Medien die Posts gepusht. Egal, ob das ein YouTube-Video ist oder ein Instagram-Reel oder Post. Mhm. Weil durch dieses Hin und Her diskutieren, dann wird das gepusht, weil der Algorithmus von der jeweiligen Plattform, das ist relevant. Ja. Dann wird das ausgespielt an breiteres Publikum. Und das ist das was auch mein Businessmodell ist. Habe dann gemerkt, ich passe in die Branche kontrovers. Ja. So sehr, dass es halt auch meine, Kollegen triggert teilweise. Ja. Ne, also am Anfang. Und das hat mir den Namen dann gebracht, den ich habe. Die kontroverse YouTuberin, die dominante Frau. Ja. Und weil wirklich die Leute, da gibt es dann zwei Lager, ne? Die diskutieren dann darüber. Mhm. Und das ist das Ziel letztendlich. Hast du deine Worte unter Kontrolle, wenn du dich aufnimmst? Ja. Weil ich habe das Gefühl, dass welche gibt, die haben das nicht. Ja. Also ich habe da Sachen gehört manchmal, wo man sagt, also jetzt bei allem Spaß und hin und her, ne, und man versteht auch, da will er richtig Gas geben und so, also jetzt bin ich da der Letzte, der da was gegen sagt, aber ich finde schon manchmal, dass es auch drüber ist. Ja. Also den Kandidaten, um die es geht, gegenüber, genauso wie, aber auch den Kollegen gegenüber, so manchmal.
Also ganz ehrlich, 2020, 2021 war ich auch noch sehr hart unterwegs, weil aber auch die Protagonisten Lisha Lu und noch ein anderer sehr üble Menschen waren. Und da kannst du teilweise nicht mit Wattebausch werfen, aber ich habe mich immer im rechtlichen Rahmen bewegt. Ja. Ich weiß genau, was ich sagen darf und was nicht. Aber ich bin mittlerweile auch sanfter geworden, meine Kollegen aber nicht. Und ich weiß auch genau, wen du meinst. Ja. Ne? Und mir wird es aber als Frau nicht verziehen, wenn ich so reden würde wie ein, zwei also männliche Kollegen tatsächlich. Und ist das so, dass es, also ich habe ja selbst, wir haben selbst so ein Erlebnis gehabt mal, und zwar es gibt ja dann Leute, oder beziehungsweise es gibt ja so eine Community von denen, die eigentlich, sage ich jetzt mal, wichtiger sind als andere, was nicht heißt, dass nicht die anderen auch irgendwie schönen Content machen und so, aber da gibt es ja, da gab es ja zum Beispiel Absprachen, da gibt es also Menschen, wo man sagt, komm mit dem, wir geben dem keine Plattform mehr. Meinst du jetzt andere Kollegen? Also ich nehme jetzt mal als Beispiel, ne, ganz kann ich konkret sagen. Also Erik Sindermann zum Beispiel war jemand. Ne? Als Darsteller. Genau, ja. Darsteller, wo man gesagt hat, ganz ehrlich, was der gemacht hat. Also da ist jetzt das vorgefallen, das und das. Wir geben dem keine Plattform mehr. Ja. So, jetzt kommt jemand anders daher. Ich war involviert mit dabei. Ja, und sagt, warum, wir fragen den mal. So. Jetzt war das Gespräch eigentlich okay, muss man sagen, haben wir, wir haben das ja mit ihm geführt, das war echt okay. Aber wir waren auch laienhaft, weil wir haben natürlich die Fragen nicht gestellt, die andere Leute, die sich länger damit beschäftigen, die hätten wir vielleicht stellen müssen. Die Kritik war insofern gerechtfertigt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es auch irgendwie unsere Meinung, wir machen auch nur Entertainment und fertig aus. Diese Abstimmung zu sagen, oder sagen wir mal so, das ist ja eine Verantwortung zu sagen, wir geben dem keine Plattform mehr. Wer trifft solche Verantwortungen? Wie kommt das? Also für den Zuschauer hier bei Hamburg 1, um das wahrscheinlich zu erklären, also es ist so eine, was heißt Abstimmung, ne? Die Kollegen, irgendwann mit den Jahren kennt man sich. Ja. Und auch wenn wir alle unterschiedliche Charaktere sind und anders reacten, im Prinzip aber klar, findet der extrem jemanden mobbt, finden wir alle scheiße. Ne? Also das ist ja furchtbar, sowas wollen wir ja auch nicht. Im Prinzip also ziehen wir alle relativ an einem Strang. Und irgendwann lernt man sich auch kennen, man führt Freundschaften oder einfach kollegiale Loyalität und so weiter. Und man kennt halt auch dann die Pappenheimer in der Branche der Reality-Darsteller. Und dann hat der schon mal mit dem Kollegen schlechte Erfahrungen gemacht und der. Und wenn man sich dann kollegial loyal ist, spricht man sich untereinander ab, guck mal, der hat das mit mir abgezogen, das und das. Und nicht nur mit mir, sondern hat das auch schon mal da so und so gemacht. Wärst du dabei, wenn wir dem keine Plattform geben? Ich bin so ein Mensch, ich sage dann sofort klar. Ne? Loyalität ist für mich ein sehr, sehr großes Wort und bin dann sofort dabei. Ne? Bei Menschen, die entweder uns YouTuber belügen, betrügen, bescheißen, Lügen erzählen von keine Ahnung was. Und Erik Sindermann ist das so ein klassischer Fall. Der hat fast alle Kollegen durchweg schon mal irgendwie belogen, betrogen oder hintergangen, war einfach nie ehrlich, spielt eine Show. Erik Sindermann ist nicht Erik Sindermann. Erik Sindermann ist tatsächlich diese Krone, diese Rolle. Ja. Er ist nicht authentisch. Und das Versace-Hemd aus den 80er Jahren. Genau, es ist nicht authentisch, wenn wir da zu diesem Beginn kommen. Ja. Und irgendwann, ich mache auch gerne Klicks und Views auf den Trash-Darstellers Nacken, so sagt man das mittlerweile. Aber Erik Sindermann ist ein wirklicher, für mich in meinen Augen notorischer Lügner und der uns benutzt. Und entweder wir benutzen uns gegenseitig und sagen, wir machen zusammen Business oder nicht, aber er denkt, er ist schlauer und könnte uns alle ausspielen untereinander. Und das meinte ich damals, wo du neu zu uns in diese Branche gekommen bist, dass es so zwei, drei gibt, denen geben wir keine Aufmerksamkeit, weil da so viel vorgefallen ist. Ja. Der hat das nicht mehr verdient, weil der wirklich kein guter Mensch ist. Ne? Und natürlich kann jeder, habe ich auch damals gesagt, mit Erik Sindermann und so drehen. Deswegen die Frage, wer bestimmt das? Das kann man immer nicht so pauschal sagen. Ich frage das deswegen, weil wenn ich finde, also wenn ich mir angucke, wie, also nehmen wir das Beispiel, die letzte Staffel von Prominent getrennt. Da hat ein Kandidat im Vorfeld schon einen unfassbaren, auch teilweise wirklich grenzdebilen Vortrag gehabt, von wegen, was alles da passiert ist und wie und was, wo man gedacht hat, warum macht er das? Der ist ja nicht doof. Also jetzt ganz doof kann er ja nicht sein. So, das glaube ich auch nicht. Ja? Ja. Und nachdem ich mit dem gesprochen habe, übrigens glaube ich gar nicht, dass er doof ist. Ja. Sondern ich glaube einfach, das ist so eine Mischung zwischen, ich will auch stattfinden, ich will Aufmerksamkeit schaffen, ich will irgendwie auch mich vorher schon rechtfertigen. Fakt ist, hätte er den Zauber nicht gemacht. Der vorher die ganze Show. Wie alles das, was da war. Hätte er das nicht gemacht, sondern wir hätten nur das Format gesehen, das, was RTL sozusagen abgeliefert hat, dann wäre das Bild ein anderes gewesen. Das wäre gar nicht so schlimm gewesen. Das Schlimme hat im Vorfeld stattgefunden. Er hatte Angst vor der Ausschreibung, glaube ich. Irgendwie so, das ist das eine. Das zweite ist, ich finde schon, dass die Sender und Produktionsfirmen, wie soll man sagen, ich finde, die haben keine, die moralische Verantwortung, die haben manchen Menschen gegenüber,
haben die manchmal nicht mehr. Und ich glaube, dass die auch geil drauf sind, dass jeder zuguckt. Dass, natürlich sind sie auch scharf drauf, dass man dann also ganz krasse Charaktere irgendwie sieht. Mhm. Aber ich denke manchmal, was machen diese Menschen in einem Jahr oder in zwei Jahren, wenn sie nicht mehr den Fame haben, wenn sie das alles nicht mehr haben und leben mit dem, was sie da abgeliefert haben, genau, als Mensch auch. Das ist also die Loyalität, die du gerade beschrieben hast, oder das Verantwortungsgefühl auf eurer Seite. Gibt es das wirklich? Und das Zweite ist, warum hat der Sender das nicht gleich? Weil wenn der Sender was nicht liefern würde, würdet ihr ja keinen Content haben. Aber das ist genau dieser seidene Faden, den ich meine. Du kannst einen Menschen für sein Fehlverhalten in dieser Branche ja nur bestrafen, wenn er entweder vom Sender nicht mehr gebucht wird, ja, oder wenn er von YouTubern nicht mehr stattfindet. Ja, genau, richtig. Und sie kriegen durch uns Reichweite, genauso umgekehrt haben wir ja Content. Ja. Aber wenn man uns ja permanent über Jahre, ich rede ja nicht von zwei, drei Fehltritten, ja, über Jahre belügt, betrügt oder ausspielt und eine reine Show inszeniert, permanent, ist ja die einzige Bestrafung, dann zu sagen, der findet nicht mehr bei uns statt. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Na, da kommen wir jetzt zu meiner Natur, ne? Also das lass ich mir nicht gefallen, ne? Und ich bin sehr gut connected mit Kollegen und dann spricht man sich untereinander ab und das ist einfach das. Und stimmt das dann? Hält das dann auch? Also wenn ihr jetzt das Interview mit Erik Sinnermann, ja, nicht gemacht hättet, der hat nicht mehr stattgefunden, ja. Okay, und das heißt, genau, wenn ihr was abschließt, also erstmal diese paar Menschen, die es da gibt, es gibt ja, ich glaube, es gibt insgesamt, also weiß ich nicht, von denen, die ich gefunden habe, 30, 40, 50 habe ich gefunden, die sich mit den Themen beschäftigen, wahrscheinlich sind es dann 100 oder so, weil ich finde ja auch nicht alle, aber diese Kerngruppe, die sich mit dem Thema Reality beschäftigt, sind wahrscheinlich 10? Ja, so 5, 6 bis 10, genau, richtig. Sowas, so. Ja, richtig. Und die halten sich, die sind loyal? Also die sind, ja, es die kriegt bestimmen immer schon einer irgendwie dazwischen. Ja. Ne? Immer irgendwie. Du kannst es ja auch nicht beeinflussen und es gibt ja keine Gewerkschaft. Ja. Meine Kollegen machen das immer scherzhaft, liebevoll, dass ich die YouTube-Gewerkschaft spiele. aber das ist nur, weil ich halt zu jedem irgendwie einen Draht habe und auch teilweise vermitteln kann, wenn die sich streiten, auch, ja, untereinander wie Kollegen, ja, streiten sich. Und ich versuche dann zu vermitteln und dies, das. Ich bin ein sehr verhandlungsfreudiger Mensch. Ich kann mich mit jemandem streiten, aber ich verhandle auch, weil ich sehe das als Business und nicht als private gegenseitig kaputt machen, egal wie. Ne? Das heißt, ich versuche auch immer zu verhandeln. Und ja, wenn da einer dazwischen grätscht, kann ich nichts tun. Und dann gibt es ja die ganz schrägen Vögel. Ja. Ich habe gerade was Wunderbares erlebt. Also ich habe mit der ganzen Sache tatsächlich wenig zu tun. Also ich muss mal sagen, meine Perspektive ist, ich bin zwar Fachmann und ich kann, glaube ich, in jedem dieser Gespräche kann ich einfach von der Produktionsseite und von der Fachseite kann ich ganz viel beitragen. Mhm. Aber irgendwie gibt es schon genug Leute, die es machen. Ich mache mit einem Kollegen manchmal, sprechen wir eben über diese Themen auch aus unserer Sicht sozusagen. Mhm. Das machen wir schon sehr lange. Wir haben es nicht so gemacht, wie wir es jetzt machen, also bei YouTube, sondern wir haben es immer irgendwann mal zwischendurch auf Radio oder sonst irgendwie gemacht. Jetzt machen wir es eben bei YouTube ab und zu, aber so richtig ernsthaft damit beschäftigen und alle Formate gucken und sowas alles tue ich eigentlich nicht. Und mir geht es bei YouTube, ich habe meine eigene Idee sozusagen davon und so. Deswegen bin ich nicht so richtig betroffen. Aber ich gucke, ich beschäftige mich schon damit und wir reden auch darüber. So. Und dann waren wir in so einer Ecke mit vielen anderen auch und hatten so ungefähr die gleichen Themen und das fühlte sich ja alles ganz gut an. Das war auch echt lustig und zwischendurch war, muss man wirklich sagen, also dann ist es auch ein bisschen hochgekocht und war ein bisschen übertrieben und so von allen Seiten. Und auf einmal taucht da jemand wirklich aus der Walachei auf. Und der ist plötzlich auf einer ganz anderen Seite und zeigt sich grundaggressiv. Und dann guckt man nach, wer ist der Vogel eigentlich? Und dann stellt man fest, was macht der hier? Wer ist das? Warum? Mhm. Wieso? Weshalb? Ja, der will irgendwie teilnehmen. Der stellt sich mit Absicht auf eine Seite, um teilzunehmen, um dabei zu sein. Der hat weder, dass er damit Geld verdient, noch dass er da irgendwelche großen Reichweiten hat. Also auch grundaggressiv mit wildesten Dingen. So, dann habe ich eigentlich nach diversen Gesprächen hinterher gedacht, so, jetzt ist das Ding ja vorbei. Und dann kriege ich zufällig, vorgestern war es gerade, kriege ich zugespielt einen Bericht, wo eine Dame aus der Schweiz, die bei Swissair arbeitet oder gearbeitet hat und auch Juristin angeblich ist, die hat für diesen einen Menschen recherchiert. Und zwar nicht nur über mich, mich hat sie auch recherchiert. Ist das, was du mir gestern geschickt genau, hast? Genau, genau. So, hat also recherchiert und hat dann, es ist nicht mal in der Lage zu lesen, also einfach zu lesen, was in der Zeitung steht. Man, ja, kann über mich was nachlesen in der Zeitung, ja, kann man mich fragen, stimmt das oder nicht. Kann man Gerichtsurteile angucken, stimmt, geht mir auch völlig am Arsch vorbei. Du bist auch kontrovers, wie ich. Ja, ich bin kontrovers. Ja, ich habe zu einigen, glaube ich, eins. Ich habe leider eine Beziehung zu Gucci, und zwar familiär. Und da gibt es, ich musste mal bei einer Firma, musste ich mal unangenehme Schritte als Chef des Ladens, unangenehme Schritte, nämlich Entlassung und umstrukturieren und so. Und da hat man gesagt, der Brand schmeißt seine Mitarbeiter raus und kleidet sich in Gucci. Das stimmt.
Ich habe beides gemacht, aber das Tolle ist das, ich habe 38 Mitarbeiter, musste ich entlassen, für 36 habe ich neue Jobs gehabt. Ist nicht so schlecht in der Quote, egal. Das gab mal eine Zeitung hier in Hamburg, die hat zusammen mit Verdi Alarm gemacht. Entschuldige, das ist ja wie auf Social Media. Du entlässt welche und dann trägst du aber Gucci und dann kriegst du einen Shitstorm, ja. Weil du Gucci trägst. Also wirklich völlig irrelevantes Zeug, aber diese Rechercheurin, die im Auftrag eines völlig irrelevanten YouTubers, der ein bisschen YouTube hobbymäßig macht, hat also recherchiert und hat dann nicht mal die richtigen Sachen, sondern Quatsch zusammengeschrieben und hat dann irgendwie das ihm zukommen lassen. Daraufhin hat der gesagt, ich habe recherchiert, die Masken werden fallen, die ganze Wahrheit wird rauskommen. Und dann liest du das und denkst du, mein Freund, veröffentlicht die Scheiße doch einfach. Das hat keine Relevanz, völliger Blödsinn. Da stand, ich weiß nicht, ich habe vergessen, was über dich drin stand, da stand irgendwas drin, dass du irgendwas machst, dominant bist oder sonst irgendwas. Über Ramon stand auch irgendwas drin. Was stand über mich? Was stand über mich genau? Irgendwas stand, dass sie sich als Führerin der Community ausgibt. Dass ich die YouTube-Gewerkschaft bin. Irgendwie sowas, ja. Also dann aber auch mit von wegen, hat selber Dreck am Stecken bis zum geht nichts mehr. Da werden irgendwelche Altgeschichten rausgekramt, die man im Buch nachlesen kann, wenn man will. Du hast ja ein Buch rausgebracht und so. Aber Fakt ist, was mich dabei wirklich schockiert hat, ist, dass ja diese Person im Auftrag eines Menschen, der damit gar nichts zu tun hat, der auch keine Relevanz hat oder sowas, alles recherchiert, so hobbymäßig googelt ein bisschen, dann auch noch falsch liest und dann Berichte fast über mich. Aber das ist normal. Aber das ist meinte doch irre, ich damals. Oder nicht? Genau, das ist Social Media und das meinte ich damals. Deswegen habe ich auch gesagt, so ein Tipp, den ich halt immer sage, dann, dass einfach die, weil das Problem ist, wenn du generell Relevanz hast irgendwann und stattfindest, ist die vor allem die deutsche Gesellschaft sehr mit einer neidischen, das ist kein Spruch, es ist so, Neidkultur ist wirklich so unter den Deutschen und man gönnt es ja nicht. Und das heißt, bei mir war das auch so witzig, bis ca. 30.000 bis 50.000 Abonnenten hatte ich das auch nicht. Und dann, als ich relativ erfolgreich wurde auf YouTube, wenn man das so sagen darf, kamen die auch um die Ecke. Und dann weil ich habe ja im Dollhaus getanzt neben meinem Studium und all das und ich sage immer, ich habe mich ausgezogen für Geld und all das. Und das sind für die Menschen, sind das Leichen im Keller. Die Menschen also wollen dich treffen mit etwas, was eventuell deinem Image, deinem Ansehen schaden könnte. Das ist eigentlich ein Kompliment für dich, weil du bekommst Respekt, zum anderen von mir zum Beispiel und auch von meinen Kollegen, das weiß ich ja. Und du hast den auch verdient. Aber nur weil du vielleicht in manchen Augen Menschen Fehltritte gemacht hast, die man gegen dich verwenden könnte, um dein jetziges Image anzukreiden, das musst du als reines Kompliment nehmen. Es kostet am Anfang, muss man das verarbeiten, weil ich musste das auch. Meine Aber Kollegen, liest du das zum Beispiel alles? Nein, deswegen habe ich dich gefragt, was stand da über mich drin? Ich habe es überflogen, ich habe den Anfang gesehen und dachte, oh, das ist schon wieder irgendeine Scheiße und habe es nicht weitergelesen, weil ich habe das damals auch bekommen. Ich habe ehrenlange E-Mail bekommen. Das 2018, da hat sich eine die Mühe gemacht, über 8, 9 Seiten, 10 Seiten über mich zu schreiben. Und ich dachte, du hast über mich recherchiert. Was ist das denn? Ja. Und das ist die Hälfte ist falsch. Aber auch wenn, danke für die Mühe. Aber Und wofür hat sie das recherchiert? Ja, um mir zu zeigen, du bist nicht so toll, wie du tust. Und ich tue nicht toll, sondern ich berichte über mein Leben, meine Fehltritte, damit die Menschen das nicht auch machen. Aber kreide jetzt aber Menschen an, die eklig sind zu anderen Menschen. Und dadurch, dass ich jetzt andere Menschen ankreide, denken manche, die mich nicht leiden können oder mögen, aber du bist ja so und so gewesen. Was hat einem mit dem anderen überhaupt nichts zu tun? Ich meine, es ist eine Art von Meinungssozialismus. Ne? Jeder darf ja irgendwie mitmachen, jeder kann ja bei YouTube irgendwas machen und tun und hin und her. Ich habe so eine Vision von YouTube. Eigentlich ist es ein bisschen wie bei Spotify. Spotify ist irgendwie scheiße für die Künstler. Mhm. Die Künstler setzen sich hin, stecken ihr Herz in ein Lied rein, schreiben Texte, Musik, Inszenierung und kriegen gar nichts dafür eigentlich. Auf der einen Seite, früher gab es Plattenfirmen, die haben aussortiert, da haben ganz viele auch nichts gekriegt und manche sind halt groß geworden. Bei Spotify ist es jetzt so, dass ich habe am Anfang das boykottiert, das mache ich schon seit langem nicht mehr, weil ich habe so viele tolle Bands kennengelernt und ich mache dann immer eins, ich kaufe dann immer auch die Platte. Also jetzt, dann gehe ich zu Apple und so und kaufe da das Album oder kaufe das als Album, als normale Platte, als Vinylplatte oder so, dass ich zumindest irgendwie was da lasse. Oder ich gehe aufs Konzert, dass ich denen für ihre Arbeit Geld gebe. So. Bei YouTube ist es ja ähnlich, da sind unglaublich viele Menschen. Alle können irgendwas sagen, alle können irgendwas machen. Die Qualität musst du selber finden. Es gibt kein Programmdirektor, was eigentlich ärgerlich ist. Ich fände es eigentlich cool, wenn jemand sagt, pass auf, du bist als Mensch so und so, du interessierst dich für die und die Themen. Ich habe hier mal für dich ein Programm zusammengestellt. Das ist der Algorithmus macht das dann wahrscheinlich dann irgendwann. Aber es ist ja eine, eigentlich eine tolle Möglichkeit. Das Ärgerliche ist, dass jeder mitmachen darf.
wie bei der Musik auch, da ist unglaublich viel Scheiß drin. Mhm. Das ist ja bei hier auch so. Ja. Der Trick ist nicht lesen. Der Trick ist ignorieren. Ignorieren? Absolut. Weil im Endeffekt ist es ja einer, der was geschrieben hat. Bei 30.000, die was von dir geguckt haben oder so, hat einer geschrieben, finde ich jetzt scheiße. Kann man auch sagen, gut, die anderen 29.999, die finden es anscheinend gut. So. Also eins kann ich dir sagen, der Erfahrung jetzt, und über mich wurde nicht nur die Leichen aus dem Keller geholt, die angeblich, sondern es wird auch was hinzugedichtet. Ne? Du weißt, dass ich angeblich ja Hardcore-Pornografie gemacht habe. Du kennst Conny Dux zum Beispiel. Selbstverständlich. Den kannst du auch mal fragen, der kann es dir erzählen in der Serie, die ich gespielt habe, dass da kein Porno, kein Real... Ich kenne ihn übrigens nicht, aber wir reden immer über ihn, weil Conny Dux, für den Zuschauer, der es nicht weiß, Conny Dux ist ein, würde man sagen, ein Porno, kann man schon sagen, Pornodarsteller aus den 80er Jahren. So. Ja, absolut. Conny Dux ist aber der zum Beispiel in den, also da geht es immer um Handlung. Früher hat man immer probiert, in einem Pornofilm, anstatt Pimpern, Handlungen reinzubauen. Das heißt, Conny Dux steht mehr oder minder nackt mit einem Overall im Blau vor der Tür mit so einer Werkzeugkiste und sagt, hallo, kann ich hier ein Rohr verlegen? Und dann kommt da eine Frau in Straps, weil die immer in Straps durch die Bude rennt und sagt, also ich hätte wirklich einen Ort, wo sie ein Rohr verlegen können. Und dann wird ein bisschen geredet und so und dann kommt es zur Handlung. Keiner weiß, dass sie am Ende heiraten, weil den guckt keiner bis zum Ende an, aber das war früher so. Und deswegen ist Conny Dux, über den lachen wir immer, weil der wirklich, der ist, glaube ich, immer noch tätig irgendwie. Also er lebt zumindest noch und sieht auch noch so aus wie früher. Ja. Das kann ihm, es ist ihm nicht so schlecht bekommen, seine Tätigkeit. Ja. Der war aber sehr sympathisch auch damals. Ja. Ja, und der hat mit mir in der Serie gespielt und das war eine FSK 16 Serie. Das heißt, das war nur angedeutet und all das. Und da wurde halt hinzugedichtet von meinen Kollegen in Porno. Auch wenn ich es getan hätte, hat das nichts damit zu tun, dass ich jetzt bitte eine eigene Meinung haben darf. Genau. Und das sind aber Menschen. Und das sind ein paar mehr gewesen. Was ich da, worauf ich hinaus will, ist, ich habe jetzt mit diesen 5-6 Jahren gelernt, weil ich habe mir das auch zu Herzen genommen. Aber das hat meinem Kontostand unterm Strich Plus gegeben. Weil dadurch war ich im Gespräch, konnte Content kreieren, konnte darüber sprechen, konnte klarstellen Dinge, erzählen Dinge, konnte andere Frauen ermutigen, dass ihr euch für nichts schämen müsst, dass das euer Leben ist, euer Körper, auch wenn du vielleicht Geld genommen hast, auch für Zärtlichkeiten und all das, oder du möchtest raus aus dieser Branche, dann, ich bin das lebendige Beispiel, dass du alles erreichen kannst, wenn du dein Leben in die Hand nimmst. Und das ist unterm Strich etwas Gutes. Und deswegen ärgern sich Kollegen oder auch manche Zuschauer, die mich nicht mögen, dass ich nicht angreifbar bin. Und kein Mensch ist angreifbar, wenn er zu dem steht, was er tut. Ich finde es erstaunlich, dass im Prinzip journalistische Laien oder Menschen, die damit überhaupt nichts, also was soll die Scheiße, wieso musst du für jemand irgendwas recherchieren und lieferst auch noch einen Dreck ab? Sie wollen dich ja runterdrücken. Sie wollen dich ja diskreditieren. Sie wollen ja, dass du aufhörst damit. Ja. Sie wollen ja erreichen, dass du aufhörst, Videos zu machen. Kannst du bitte aufhören, eine Meinung zu haben? Aber dann haben sie auch nichts mehr, wenn ich aufhöre. So, dann können sie ja nicht mehr aufregen. Das ist auch doof. Ich finde tatsächlich, das wäre so jetzt der Teil, wo ich gerne hin wollte noch. Mhm. Und zwar, wenn jemand sich das anguckt, was da ist. Und es gibt Leute, also ich zum Beispiel, ich glaube, ich kann ganz gut reden. Mir macht das auch Spaß, ehrlich gesagt. Also, es macht das Spaß zu plappern und ich traue mich, weil ich so alt bin, traue ich mich, Sachen zu sagen, die sich vielleicht andere auch nicht zu sagen trauen. Oder wo man so sagt, okay, da sagt das einfach. Ein Glück, jemand gibt es, der das sagt. Und ich möchte auch immer, gerade wenn es um Politik geht, dass ich meinen Kindern immer sagen kann, guck mal, also ich habe nicht die Klappe gehalten, sondern ich habe was gesagt. Das ist meine private Intention. Und ich mache es auch noch super gerne mit meiner Frau zusammen, weil ich gibt ja nicht mehr so viele Paare, die noch zusammen reden nach 20 Jahren und die noch Spaß zusammen haben. Ja, meine Frau ist das so. Fertig. Mhm. Deswegen machen wir das zusammen. Mhm. Und ich finde es auch, das ist so das Ding, was ich machen will. Andere Leute, die sich überlegen, die ich so in letzter Zeit gesprochen habe, die sagen, ja, sie würden ja auch was machen, aber sie wissen nicht genau so, was kann man denn da so machen? Ich sage denen immer, lass es bleiben. Weil wenn du nicht weißt, was du zu sagen hast, dann lass es bleiben. Es kann nichts werden, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kenne ich viele junge Leute, die echt was zu sagen haben, die wirklich cool drauf sind, aber die nicht wissen und die gucken dann an und sagen, ich mach's wie die Yvonne. Kannst du denen, also stell dir vor, du hast jetzt den 18-Jährigen, 16-Jährigen, die 16 darf man glaube ich nicht, ab 18 erst, ne? Nee, du darfst schon 16 loslegen. Ja? Mhm. Darf auch schon Geld verdienen? Eltern dürfen, die Eltern dürfen das verwalten. Okay. Ja, das diese jungen Leute, ne, die jetzt sagen, okay, da ist, die Yvonne sitzt da jetzt und jetzt bist du ja mal die Mama der Nation sozusagen, was das betrifft und jetzt sag mal, was für Ratschläge gibt es das? Also wie bei Musikern zum Beispiel. Ich kenne Musiker, die sagen dir genau, wenn du Musiker werden willst, das und das und das sind die Punkte. Mhm. Und achte darauf, das und das musst du machen. Genau, das hat ganz viel dazu zu tun mit Identifikation, mit deinem eigenen Style haben und sowas alles. So. Mhm. Gibt es das auch bei YouTube? Genau, ja. Deswegen gibt es diese bestimmten YouTube-Netzwerke. Das sind wie Managements. Du kannst natürlich an schlechten und gut geraten. Mhm. Gute sind Partnermanager, die dich wirklich beraten, image-technisch und wie du damit umgehst und wie du Content kreierst. Mhm. Aber, und das ist das große Aber, was ich auch zu einem Kollegen auch von dir gesagt habe, zu Frank, wenn einer mich fragt, ja, aber
kannst du mir nicht da helfen, was soll ich denn kreieren? Das ist aber die Kunst eines YouTubers. Mhm. Du kannst einem keine Persönlichkeit geben, du kannst einem nicht sagen, was er zu sagen hat, weil das wirkt nicht auf YouTube. Mhm. Das heißt, YouTube heißt ja Broadcast Yourself. Mhm. Ne? Und du musst also dich selber broadcasten. Und das ist die Kunst daran, dich zu erfinden, dich zu finden und sich selbst zu performen mit dem, was man macht. Und du kannst technisch dann vom YouTube-Netzwerk, dann wenn das Netzwerk dich entdeckt hat, oh, die ist gut vor der Cam, das ist ein Typ, ne, wie wir eben hatten, Typ wie im Reality, ist es auch auf YouTube, sagen die dir die technischen Dinge, wie du uploadest, wann du uploadest, wie du schneidest, welche Programme, also die ganzen technischen Sachen, welche Kamera am besten ist, wie du an Cutter gerätst und so weiter. Oder die Netzwerke haben sogar Schneideräume und auch Creator-Räume. Das geben die dir alles an die Hand. Mhm. Aber im Endeffekt musst du dich selbst broadcasten. Also, und das ist ja die Kunst dahinter. Gibt es, und deswegen fangen viele an. Hm? Gibt es Schulen? Ich habe gehört, diese Pop-Music-Schulen, keine Ahnung, völliger Bullshit. Entweder du kannst reden oder nicht, klar, wenn du jetzt am Anfang meine Videos anschaust von 2015, 16, wie ich da vor der Kamera agiert habe, aber ich konnte immer schon reden. Mhm. Na, natürlich entwickelt man sich und wird professioneller, aber das musst du in dir haben. Ich glaube, das eine Schule, weiß ich nicht, nee, weiß ich auch nicht. Und was für, also, man ist ja mit Musik zum Beispiel, ne, kannst du, oder schreiben, kannst du alles irgendwo lernen. Da sind erfahrene Autoren oder erfahrene Komponisten oder so, denen kannst du das lernen. Gibt es sowas, also für YouTuber, ich meine eigentlich Broadcast Yourself ist ein guter Ausdruck eigentlich. Letztlich geht es darum, dich selber darzustellen irgendwie. Wie erzählt man jemand, der anfangen will, wie er sich selber darstellt, wenn er tatsächlich einfach nur ein normaler Mensch ist? Weil ich glaube, die Akzeptanz, dass es Menschen gibt, die einfach nur Menschen sind und nichts Besonderes, also ist ja nicht schlimm. So. Mhm. Und die das dann auch machen wollen, das habe ich nämlich, also wenn ich jetzt so gucke, ne, es gibt unglaublich viel, unfassbar viel, unglaublich langweiliges, schlechtes Zeug. Genau, und die setzen sich auch nicht durch. Die setzen sich nicht durch, nein. Ne? Nee. Außer wenn sie bei irgendwas als erstes da sind oder sowas alles. Also ich habe irgendwie es gibt so einen Typen, der hat, habe ich gesehen, der interviewt zum Thema Erotik irgendwie auf der Straße. Mhm. Ist ein einfacher Trick, ehrlich gesagt. Aber der hat dann zumindest über einen gewissen Zeitraum, kann er schon was damit absahen. Ne? Mhm. Und das, aber das ist keine Basis, oder? Also, was heißt Basis? Also das Internet, Social Media ist so, du kannst auch mit Blödsinn Geld verdienen, wenn du Glück hast, wenn du eine Abnehmerschaft findest. Und das kann man, und das ist das Schwierige, nicht vorhersagen. Mhm. Das heißt, auf YouTube broadcast yourself, ja, aber du musst auch Glück haben, dass die Leute dich toll finden. Oder dass die Leute, dass das eine Zuschauerschaft ist. Die ist aber auf Social Media höher die Chance als im TV. Mhm. Weil auf YouTube ist das so, du findest zu jedem eine Nische. Wie du hast selber vorhin gesagt, zu Beginn, dass du gelernt hast, was war das, was du geguckt hast, was du gelernt hast, eine bestimmte, wie du mit den Waffen da, dieses Thema. Ja. Genau. Und dann, wenn da jemand für Videos erstellt und da interessieren sich auf der Welt 100.000 für, das ist ja wenig, wir haben ja wirklich, dann hast du einen Verdienst. Dann hast Du Abnehmer. Viele Zuschauer, wie hoch ist dein Potenzial an Zuschauern? Das ist so hoch, wie deutsche Reality-TV schauen. Das ist ungefähr 2 Millionen in Deutschland, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und die habe ich am Anfang ja auch getroffen, also gematcht. Ne? Ja. Dann wurden wir ein bisschen mehr Reactor-YouTuber, also Reaction-YouTuber, die wurden mehr. Dann hat sich die Views-Zahlen so ein bisschen gesplittet. Deswegen werde ich auch gerade so meinen Content so ein bisschen ändern. Aber man nimmt dann so die im Fernsehen, die 2 Millionen mit. Aber das sind auch noch mal ein bisschen mehr, weil wir haben dem Fernsehen auch wieder was gebracht. Also ich würde so ein Panel 3-4 Millionen. Ja, ich glaube, es gibt ja so 1,5 Millionen, die immer Big Brother gucken. Ist egal, ob es eine Atombombenexplosion gibt, ob Flugzeuge in Häuser fliegen, völlig egal. 1,5 Millionen haben immer Big Brother geguckt. Mhm. So. Inzwischen sind mehr Formate und das sind dann vielleicht 2 Millionen oder sowas, alles auf der einen Seite. Ich glaube, dass das, was dieses Erlebnis, was ich sozusagen hatte, diesen Weg da in dieses Entertainment-YouTube rein sozusagen, ich glaube, dass die meisten Menschen das nicht wissen. Und ich stelle fest, deswegen habe ich bewusst, das mache ich das, was ich mache sozusagen mit meiner Frau. Jeder Zweite sagt zu mir, ich habe wegen dir mich bei YouTube angemeldet, weil sonst kann ich nicht kommentieren. Ja. Was ja eigentlich cool ist, was nämlich zeigt, dass es da ganz viele Menschen gibt, die es bis heute nicht machen, die nur ein bisschen mal so reingeguckt haben, aber die jetzt auch mitmachen wollen. Mhm. So. Und ich glaube, dass das Potenzial viel höher ist. Ich glaube, dass je schäbiger die Zeiten draußen sind, je einseitiger Fernsehen ist, je einseitiger das Entertainment auch ist und je spektakulärer auch so Reality oder auch andere Formate werden, ne? Man sieht es ja auch sogar an Nachrichten, also wie viele YouTuber gibt es, die heute alternative Nachrichten bieten, die manchmal glaubwürdiger sind als das, was an der Tagesschau ist zum Beispiel. Ich gucke nur die alternativen Nachrichten auf YouTube. Seit 2 Jahren bin ich raus aus der ganzen Scheiße. Ich guck das nicht mehr an, ich kann dieses nicht mehr ertragen. Ich auch nicht. Meine Frau ist, wir haben ja dadurch, dass wir eine WBK haben, haben wir einen Tresor
hohe Waffen. Mhm. Meine Frau ist immer kurz davor, den Waffenschrank aufzumachen, den Fernseher zu schießen, wenn er öffentlich-rechtliches Fernsehen ist. So. Natürlich. Also auf jeden Fall ist es so, dass es ja auch total toll ist, dass es das gibt. Und das hilft, glaube ich, und deswegen glaube ich, dass das Potenzial eigentlich bei 20 Millionen liegt. Ja. Und zwar auch für die Themen, die ihr besetzt sozusagen, genau wie für andere Themen auch. Ich glaube, die meisten Leute wissen das gar nicht. Ja. Das ist der Grund, warum ich das auch unbedingt hier machen wollte, ja, weil ich habe selbst was erlebt und ich könnte mich in den Arsch beißen, dass ich nicht vor 10 Jahren das schon gemacht habe. Mhm. Ich habe es ja gemacht, nur auf Facebook für nichts. Ja. Ja. Und ich war echt ein Idiot, weil ich hätte ja diesen ganzen Sachen Reaction und so, jetzt bin ich zu spät, jetzt hat es keinen Sinn mehr. Aber wenn man was dazu sagen kann, wenn man auch weiß, wo das herkommt, wenn man die ganzen Leute auch kennt, ist eigentlich cool. Habe ich verkackt. Mhm. Und das, ja, aber du kannst deine Nische trotzdem finden. Ja, und für mich ist es so, dass eben viele, viele Menschen draußen gar nicht wissen, dass es dieses Publikum gibt, oder beziehungsweise, dass es diese Inhalte gibt und dieses Publikum, mit dem sie interagieren können in Zeiten, wo alle immer einsamer werden. Absolut. Und das ist ja das Gute dahinter. Du kannst ja auf YouTube 24/7 dir das streamen, anschauen, was dich gerade interessiert, was du gerade verarbeiten möchtest. Im Fernsehen ist das ja so, da hast du eine bestimmte Zeit und das kommt bestimmt einen Tag und dann musst du da und so. Die Gefühle eines Menschen sind ja bei 24/7 wandelbar. Ja. Und wenn ich jetzt nachts nicht schlafen kann um 2 und möchte gerne das anschauen, dann kann ich das sofort schauen. Mhm. Und das ist das Gute dahinter. Und deswegen schaue ich ja selber fast nur noch YouTube. Gucken die Leute, je mehr sie YouTube gucken, desto weniger Fernsehen, ne? Absolut. Ja. Absolut. Deswegen machen ja viele Fernsehen, also viele lineares Fernsehen, die sind eigene Streamingdienste, ne? Sei es jetzt RTL Plus, sei es jetzt Join oder anderes, weil sie gemerkt haben, Stream nachts on demand, dass jeder das anklicken kann, wann immer er es möchte, das zieht. Mhm. Das ist es, ne? Netflix, das Gleiche. Mhm. Ne? Was machst du in 5 Jahren? Ja, also, das ist eine gute Frage. Ich investiere mein Geld sehr gut. Ja. Ne? Und ich möchte irgendwann vielleicht, wenn nur noch ein YouTube-Netzwerk, also beratend tätig sein. Und ansonsten. Also, ich meine, bei YouTube selber wirst du noch Inhalt machen in 5 Jahren? Das habe ich auch gesagt. Ich glaube, dass ich in 10 Jahren noch YouTube machen wollen würde. Mhm. Weil ich es liebe, weil ich mag, ne? Diese narzisstischen Anteile in mir, die wollen es. Und die brauchen das auch. Und wenn die Leute mich noch sehen mögen, dann mache ich das. Ja, die wachsen ja mit dir. Ja, genau. Also, der Vorteil ist, glaube ich, sie wachsen ja mit einem mit. Absolut. So. Absolut. Das ist bei mir viele doof. Betreuen mich schon lange. Das ist bei mir doof, weil du bist ja noch 20 Jahre jünger oder so. Ja. Das heißt, deine leben doch länger als meine sterben irgendwann weiß. Weg. Wer weiß. Es nicht. Wer weiß. Aber und tatsächlich dieses Geben, das meinte ich vorhin mit diesem Beraten. Ne? Normalerweise ist es ja eigentlich so, dass, glaube ich, wenn man selbst das Handwerk so ein bisschen kann, dann macht es wahrscheinlich total Sinn, das auch weiterzugeben. Im Sinne eigentlich, ehrlich gesagt, auch von gutem Content. Ja. Also, weil es gibt ja wirklich unglaublich viel Schrott, muss man ehrlich sagen. Ja, also, das stimmt. Und es sind auch unglaublich viele Sachen, die sehr, wie soll ich sagen, sehr billig sind und ein bisschen auch infam und sowas alles. Mhm. Man sieht, was heute Kinder auf YouTube, auf TikTok und so hochladen. Mhm. Wie sieht es bei dir aus mit Beratung für die Politik eigentlich? Weißt du, warum ich das frage? Weil du wirst es nicht glauben. Der Herr Habeck hat offiziell ausgeschrieben, er braucht jemand. Also das Budget ist 800.000 Euro. Ich wäre bereit zu teilen. Und zwar, weißt du, wofür? Seinen TikTok-Kanal nach vorne zu bringen. Das mache ich, Herr Habeck. Herr Habeck. Ich würde mal Folgendes sagen. Ich mache es für 57. 600. Eine halbe Mio. Nee, 350. Jetzt sind wir schon so runter. Dann können wir auch 800 nehmen und halbe machen. Aber Fakt ist, es ist doch irre, dass ein Politiker anfängt, der übrigens schon, by the way, ein TikTok-Star ist, weil es gibt, glaube ich, keinen, über den es so viel peinlichen Scheiß auf TikTok gibt. Das wollte ich aber gerade sagen. Das ist ja das was ich auch sehe über unseren Kanzler. Ja. Der macht peinlichen Scheiß. Ja. Seine Tasche ist, doch irre, ist mehr oder nicht? Fame als er. Ja. Also das ist ja unglaublich. Und da habe ich gedacht, wann haben wir da gestern drüber gesprochen? Ich weiß gar nicht. Mit meinem Geschäftspartner, wo ich dachte, was ist denn? Ja, doch, gestern, ja, ja. Ne, wo wir zu Vetter gesessen haben, wie peinlich die Politik ihre Social-Media-Kanäle bedient. Ist doch irre, oder nicht? Ja. Ja. Sollte man vielleicht eine Agentur aufmachen und die beraten? Aha. Weil ich hab mal tatsächlich die FDP beraten, das war so peinlich, es war so unangenehm und die haben mich so, ich habe eine ganz einfache Idee gehabt. Mhm. Sie wollten wissen, was können wir tun auf Social Media, damit wir zeigen können, dass wir das Volk verstanden haben. Dann habe ich gesagt, pass auf, gar kein Problem, stellt sich morgens um 7 hier in Harburg, ne, das ist über die Elbe rüber, stellt sich morgen um 7 in die U-Bahn oder in die S-Bahn vielmehr da und sagt, hallo, schönen guten Tag, mein Name ist, ich stehe hier in der S-Bahn, es ist eine Katastrophe. Nicht genug Züge, unglaublich dreckig der ganze Scheiß, es regnet draußen, Amen, keine Dächer da, das war's. Und dann Amen, sagst du, Hamburg, ich habe verstanden, wie nicht, bla bla bla. Richtig. So. Da haben die mich angeguckt und haben gesagt, ja, aber der kann ja jetzt nicht morgens um 7 da in der Bahn stehen. Doch. Das ist Reality, das ist Social Media, das ist alles das, was die Menschen Leute sehen wollen. Ja, absolut. Weil dann fühlen die sich endlich, das ist ja was ich mit Reality TV mache, sie versteht mich. Ja. Ja, endlich. Das ist doch genau das.
Also das heißt, eigentlich können die Politik einiges lernen von Menschen, die sich hier auskennen. Ja, das ist das Problem leider. Ne? Ja. Aber die denken, die wollen halt cool sein. Das ist auch das Peinliche, wenn ältere Menschen versuchen, cool zu sein, anstatt sie sich selbst broadcasten, wie sie sind. Wenn du, es gibt nichts Peinlicheres, wenn du die junge Zielgruppe haben möchtest, wenn du auf Zwang versuchst, cool zu sein, indem du irgendwelche Begriffe, die die Jugend verwendet, verwendest und dann die Tasche famous oder die Deutsche Bahn, die machen, ja gut, die machen gutes, relativ gutes Social Media Marketing, die machen das witzig, aber die Leute, trotzdem sind sie frustriert, sieht man jetzt bei der EM, kommen eine halbe Halbzeit zu spät zu einem Österreicher, zu dem Spiel, weil die Deutsche Bahn nicht ihren Hintern zusammenkriegt und endlich mal ihre Scheiße da, ne? Vier Jahre hatten sie Zeit. Wir hatten eben Auto gesprochen, 4 Jahre, und die kriegen es nicht auf die Kette, die diese scheiß Bahnschienen pünktlich zu liefern. Ich habe eine ganz schlechte Nachricht für dich. Die Bundesbahn hat übrigens ein wunderbares Interview, wenn man sich wirklich dafür interessiert. Wenn man einmal allen Content haben möchte, um über die Bundesbahn zu reden, dann guckt man sich das Interview von Herrn Reichelt und Herrn Weselski an. Grandioses Interview, danach weiß man alles. Und danach sagt man automatisch, was ich nie gedacht hätte, weil ich fand den total scheiße, den Typen, Herr Weselski for President. Der Typ hat so viel Ahnung und der ist so cool. Der ist ein super Wirtschaftsminister. Reichelt kenne ich ja sehr gut. Grandios. Es ist wirklich ein grandioses Interview. Du wirst da an seinen Lippen hängen und wirst sagen, ich habe ihm Unrecht getan, weil ich ihn so scheiße fand, weil er uns erpresst hat damals irgendwie mit der Gewerkschaftsgeschichte. Aber der Typ kennt sich aus. Nur, was das Wichtige dabei ist, die haben begriffen, also der hat auch, glaube ich, begriffen, dass wenn man rausgeht und erzählt das irgendwie in einer halbwegs vernünftigen Form, dass es dann auch ankommt, was die anderen alle nicht, gar nicht begriffen haben. Niemand. Gar nicht. Gar nicht. Null. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Also, ne, um das zu beenden, die Deutsche Bahn, Social Media Marketing ist ja toll, wenn du es super witzig machst, aber draußen ist immer noch nach 1200 Jahren nicht richtig funktioniert, da bringt das Lachen über die Deutsche Bahn auf Social Media auch nichts, das Marketing. Da könnte der alte Mann aus den Medien eine wunderbare Regel anbringen für alle Zuschauer und für alle Beteiligten, die sich dafür interessieren. Der größte Trick im Entertainment ist welcher? Der ist, ich schüre eine Erwartungshaltung bei 80% und liefere 100. Ja. Richtig. Weil wenn du deine Erwartungshaltung schürst und erfüllst sie etwas mehr, als der Gast erwartet, der Zuschauer erwartet, der Kunde erwartet, dann ist der Kunde total glücklich, weil er hat nämlich nicht erwartet, was du tust. Richtig. Und das Gleiche gilt im Prinzip auch für YouTube. Ich finde es ganz schlimm, wenn jemand, wie soll ich sagen, wenn jemand von Anfang an draufschlägt und eigentlich etwas verspricht und es intellektuell nicht einhalten kann, inhaltlich nicht einhalten kann, stilmäßig nicht einhalten kann, aber den ganz dicken macht, dann geht das immer nach hinten los. Und so später bestraft sehr schnell. Ja. Genauso ist es. Ich danke dir herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Ich danke für die Einladung. Wir sollten das bei Zeiten nochmal wiederholen. Und sehr zwar gerne. In spätestens einem Jahr, was ich seitdem getan habe. Ja. Ich werde mir alle Mühe geben, weiterzumachen und mit meiner Frau zusammen abends meine kleine Show zu machen. Im Moment scheitere ich noch an technischen Problemen, aber das wird sich bessern wahrscheinlich. Etienne muss helfen, genau. Aber das Drama ist, das eigentliche Drama ist, Sie haben es gestern gemerkt, man kann noch so gut sein, man kann sich noch so gut vorbereiten. In Hamburg, und es ist kein Witz, in Hamburg ist das Internet ganz schlecht. Weißt du, warum? Wir haben angerufen gestern, eine halbe Stunde in der Wartelinie gestanden. Es wird gerade das Netz renoviert. Das ist so Germany. Oder? Welcome Germany. Das Netz wird renoviert. Deswegen in Hamburg, leider, tut mir leid, wenn du ein bisschen außerhalb bist und willst nachher noch was streamen, dann mach das. In Hamburg wird gerade das Netz renoviert. Gut zu wissen. Danke. Ich wünsche eine frohe Zeit. Vielen Dank für deinen Besuch. Ich danke vielmals.